Herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Wir wollen heute einen Blick auf die Wunschelf von Thomas Helmer werfen. Das ist meine Wunschelf, das ist schön. Ja, wenn die noch alle zusammenspielen könnten jetzt, das wäre ein kleiner Traum. So, auf geht's. Ich fange vorne an. Mein Freund Nobby hat sein Knie geopfert für den Pokalsieg 1989. Wir waren jahrelang auf dem Zimmer zusammen. Er ist Paten, Onkel meines Sohnes. Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen. Ne? Musste leider viel zu früh aufhören. So, dann schreibe ich mal den auf, der für mich der beste Fußballer war, mit dem ich überhaupt zusammengespielt habe. Wird viele wundern. Für die, die Lothar nicht kennen, also das ist Lothar Matthäus. Keine feste Position, wie immer. Ne? Ich musste ihm meist nämlich den Rücken frei halten oder er mir. Also Lothar. So. Haben wir schon mal zwei, ne? Ja, jetzt wird schon eng. Mensch, Mensch, Mensch. So, ganz klar. Brauchen wir einen zum Grätschen. Der Präsident, wie er genannt wird, Günter Kutowski. Ja, die Blutgrätsche Dortmunds. Wir sind auch noch befreundet, deswegen. So, den können wir mal ins Tor stellen. Ganz klar, so. Torwart. Bernd Dreher. Ja, einer der lustigsten und nettesten, mit denen ich zusammengespielt habe. So, dann relativ einfach. Der Beste, gegen den ich gespielt habe, und ich würde fast auch sagen, mit dem ich gespielt habe. Und einer, der eine Popularität hat, vor allen Dingen auch im Ausland, die ist sensationell. Also bei jedem Länderspiel haben die Leute, auch die ausländischen Fans, ich habe es extra mit so viel U geschrieben, Rudi, geschrien. Also das war schon sehr beeindruckend, das muss man ganz ehrlich sagen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Icke, Thomas Hessler. Wir waren schon bei der Bundeswehr zusammen, lagen auf einer Stube. Ich glaube, er hat heute noch Unterhosen und Socken von mir. Hier vor, der Abräumer. Den werdet ihr nicht mehr kennen. Larcher Pol. Mein erstes Jahr Bielefeld, da hat er noch gespielt. Der hat dahinter Horst Wohlers, er war Vorstopper. Und wir haben jetzt wieder relativ viel miteinander zu tun. Also wir sehen uns regelmäßig auch jobmäßig und deswegen muss ich natürlich Wolfgang da als Abräumer vor der Abwehr für den Lothar den Rücken frei halten oder was auch immer. Ist der ideal. Ich weiß gar nicht, schreibt der Günner. Nee, Tünn, schreiben wir mal. Tünn. Günter Breitzke. Riesenfußballer, Riesenkicker. Hatte leider oft Langeweile, wusste nicht, was er machen sollte. Ist immer in die Stadt gefahren, hat sich neue Alufelgen für sein Auto gekauft, zu Dortmunder Zeiten. Aber technisch allererste Sahne. Nee, hier. Mein Pflegefall Nummer 3 oder 4. Mehmet, der unbedingt jetzt Trainer werden will. Nee, Quatsch, der ist Trainer. Wir haben auch ein paar Jahre, als wir noch... Als Jürgen Klinsmann noch nicht bei Bayern war, es noch keine Einzelzimmer gehabt, haben wir zusammen auf dem Zimmer gelegen und Mehmet hat ja den schönen Satz geprägt, dass er immer mit dem Hintern an der Wand schläft, ne? Wenn ich mit ihm auf dem Zimmer bin. Also das weiß auch jeder. Logischerweise haben wir dann auch viel erlebt, das kann man sich vorstellen. Natürlich habe ich noch jemanden. Hätte ich auch mal eher drauf kommen können, ne? So. Der Chris, der hat einen super linken Fuß gehabt auch. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben auch privat das eine oder andere unternommen. Waren doch durch Heinz und Partner ein bisschen verbandelt, wie auch immer. Und durch Lothar Heinze, nicht durch Heinz und Partner, muss man sagen. Er ist noch mit ihm befreundet, ich noch. Also.
Andreas Thom, Spitzname Henne. Ich weiß allerdings nicht, woher der kommt. Auch ein begnadeter Fußballer, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind alles die, das, was ich nämlich nicht konnte hier, diese 1 gegen 1 Jungs. Die haben mir das Leben schwer gemacht. Deswegen war ich immer froh, wenn ich mit ihnen zusammenspielen konnte. Ja, das sind sie. Norbert Dickel, Rudi Völler, Andreas Thom, Günnar Breitzke, Mehmet Scholl, Thomas Hessler, Christian Ziege, Wolfram Pohl, Günter Kutowski, Lothar Matthäus und Bernie Dreher im Tor. Vielen Dank, Thomas Helmer. Hallo Timo, hallo Jan. Ja, eine nette Mannschaft hat er da aufgestellt, was mich persönlich freut. Der Mehmet, der ist mal dabei, den hatten wir bisher noch nicht. Schön. Ja, Mehmet Scholl zum ersten Mal dabei. Was mich so ein bisschen wundert, immerhin hat Thomas Helmer mit Stefan Kloß oder auch mit Oliver Kahn zusammengespielt. Aber was macht er? Stellt Bernd Dreher ins Tor. Finde ich ganz, ganz sympathisch. Und ja, und er hat mit allen Spielern zusammengespielt. Mich wundert es, dass kein ausländischer Spieler dabei ist. Da hat er ja auch mit einigen internationalen Weltstars zusammengespielt, aber sehr sympathisch. Ja, also er hat sicherlich auch irgendwo nach Sympathie und Freundschaft irgendwo aufgestellt. Interessant, Wolfgang Pohl von Bielefeld, da könnte Sven eher noch was zu sagen, den hat nämlich der Herr Grutus auch in seiner Traumelf. Christian Ziege, Gedächtnisflanke, sag ich nur. Knie hoch. Hinters Tor. Nee. Passt. Ja, ansonsten Nobby Dickel, Günter Breitzke, mit denen er den DFB-Pokal bei Dortmund gewonnen hat. Gute Truppe. Das können wir festhalten. Vielen Dank, Timo. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Thomas Helmer. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an die Transfermarkt-TV-Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.